zum Sportwissenschaftlichen Forum 2016 hatten wir heute Steffen Tepel zu Gast von Focus on Performance. Herr Tepel hat den Übungsleitern und Trainern ein bisschen die Einführung gegeben, was das Neuroathletiktraining betrifft. Herr Tepel, in welchen Punkten unterscheidet sich denn das Neuroathletiktraining auf der einen Seite von dem klassischen Athletiktraining? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Neuroathletiktraining mehr eine Trainingsphilosophie ist und eine Sichtweise des Athletiktrainings, eben das Gehirn mit in die Bewegung einzubeziehen, als ja, zum Beispiel Übungen zu zeigen. Leute fragen immer mit, ja, zeig mir mal eine Übung und test die mal, aber so einfach ist es nicht, dass man einfach Bewegungen macht und neuronal gesteuerte Übungen macht und dann zu sagen, das ist jetzt alles Neuro. Es geht wirklich um die Sichtweise des Athletiktrainings, dass das Gehirn mit einbezogen wird. Und da gibt es einfach verschiedene Konzepte und verschiedene Herangehensweisen, wie das Gehirn, soweit man aus der Neurowissenschaft weiß, arbeitet. Und genau da gehen wir halt ran und versuchen, machen unseren Nutzen aus Reflexwegen, ja, wie das Gehirn arbeitet. Das Gehirn arbeitet über die Reflexwege. Wie arbeitet denn der Neuroathletiktrainer selbst? Was macht er für Übungen? Wie geht er auf den Athleten zu? Wie geht er vor, wenn er am Anfang sieht, okay, die Bewegung ist vielleicht nicht im optimalen Bereich zu Ende geführt? Also wir schauen uns erstmal an, welche Areale sind wirklich unteraktiv. Das heißt Areale im Gehirn, die Bewegung steuern. Welche sind unteraktiv, welche sind vielleicht ein bisschen überaktiv. Man kann schon anfangen mit Gehirnhälften, Seiten zu schauen, ist vielleicht eine ein bisschen aktiver als die andere. Und dann gehen wir hin und schauen, dass wir Areale finden, die wir einfach aktivieren müssen. Das Reflexsystem wäre zum Beispiel, Gleichgewichtsreflexsystem wäre zum Beispiel so ein Fall. Da bedarf es natürlich sehr, sehr viel Übung und Auge oder dass man einfach das Auge entwickelt über die Jahre, um da besser zu werden und zu sehen, okay, wo ist er denn jetzt wirklich instabil, der Athlet? In welcher Position ist er instabil? Und die Übung, die ich dann mache, wenn ich jetzt auf das Gleichgewichtsorgan Einfluss nehme, ob sich denn jetzt die Übung auch oder die Bewegungsqualität auch verbessert hat. Und das unterscheidet dann sicher die Spitzenleute, die besten Leute der Welt in diesem Bereich, von den Leuten, die halt einfach mal irgendwie eine funktionelle Neuroausbildung gemacht haben oder sich damit auskennen. Und das ist natürlich das Ziel von uns auch, dass wir einfach Leute kriegen, die maximale Qualität haben. Jetzt haben Sie gesagt, dass man schon eine gewisse Erfahrung braucht, um solche Fehler zu erkennen oder diese Bewegungsanalyse erstmal zu betreiben. Heute hatten wir Übungsleiter und Trainer hier, die auch einige sicherlich nicht im absoluten Leistungssportbereich unterwegs sind. Was kann denn der normale Übungsleiter, in Anführungsstrichen normale Übungsleiter, mitnehmen in seine Trainingsstunde, wenn er da im Breitensport aktiv ist? Wir haben heute darauf geschaut, dass wir erstmal so eine Art Testsystem reinbringen. Da geht es einfach um die aktive Beweglichkeit, die immer ein ganz guter Marker sozusagen dafür ist, ob jetzt eine Übung, die ich dem Athleten mitgebe, ein guter Reiz auf das Nervensystem ist oder kein guter Reiz. Und im Prinzip kann ich alles testen, bis hin zu funktionellen Bewegungen, also Schuss beim Fußball, Würfe beim Handball und die Sachen, die ich einfach in meiner Sportart brauche, um zu schauen, wird meine Kraft besser, wird meine Beweglichkeit besser. Ja, die ganzen konditionellen Fähigkeiten, die da dran hängen im Prinzip. Ja, vielen Dank soweit. Ich glaube, die Teilnehmer haben heute eine ganze Menge mitgenommen, werden es einsetzen, werden die Tests durchführen in ihren Trainingsstunden und wir bedanken uns, dass wir Sie hier haben konnten und freuen uns auf die nächsten sportwissenschaftlichen Foren bei uns. Gerne, danke.